Okay. Das war super einfach, Freunde. Super einfach, Freunde. Und vielleicht kriege ich auch noch meinen Sandbehälter wieder. Ich will ja nicht sagen, es sieht schon ziemlich heiß aus. Also ich meine, die Flamme kommt hier seitlich hoch. Ist ja nicht so, als trifft ihr auf die Ecke und dann so diagonal geht die weg. Der Prinz wird da gerade schon gegrillt. Und dass ihm das nichts ausmacht, da hat er meinen Respekt. Eieiei. Mein Respekt an mich, dass ich mal wieder den Ring nicht gesehen habe. Na komm schon, Burschi. Gehst da weg. Nein. Geh doch weg, nein. Nein. Anna, ich sehe immer der Loser. Anna, muss ich immer verlieren. Ich war mein Leben lang der Loser. Ganz unten am Arsch. Ich könnte eigentlich das ganze Lied singen. Ich finde, das Lied gut und es beruhigt mich. Das brauche ich gerade. Ich bin allerdings nicht sehr textsicher, leider. Die erste Strophe geht vielleicht noch, aber dann wackelt schon. Also. Zwei große Jungen spielen Karten. Ein kleiner Junge, der schaut zu. Das bisschen Geld in seiner Tasche lässt ihm keine Ruhe. So spielt er mit beim Spiel der Großen. Dass sie ihn linken, merkt er nicht. Natürlich hat er gleich verloren. Und der Kleine, das war ich. Oh nein, ist immer der Loser. Und es ist der Prinz, oh nein, muss immer verlieren. Nie war mein Leben lang der Kämpfer. Da. Ganz hinten am Arsch. Wir müssen zurück zur Eingangshalle. That's my jam, sag ich mal. Das ist mein Lied. Diesen Scheiß fühle ich. Danke für die Heldentat. Ich gehe nächsten Netto und sag, Leute, gebt mir Rabatt, ich habe die Heldentat vorher vollbracht. Dann sagen sie, oho, das will man hören, ne, sagen sie. Ach, da ist kein Boden. Ist lustig, weil es sah eigentlich so aus, als wäre der Boden, aber hey. Ist doch egal. Abgesehen davon. Was wollt ihr denn? Ich geh einfach durch da. Auf so einen Turmbeutel verliere, Trottel da, ja. Es macht zu viel Spaß. Bayerisch ist es. Hallo? Das hat sich gerade von allein bewegt. Ich habe losgelassen und es bewegt sich, hallo? Was? Was sonst geht's an, oder? Ja, ich find's gut. Tornado, Riesenradius, aber das erreicht man natürlich nicht. Klar. Muss auch so sein. Ich bin wieder am Anfang zurück, kann das sein? Ich bin echt am Anfang zurück. Ich glaub's ja nicht. Es ist zumindest mal wieder ein Teilkreislauf. Das ist auch okay. Die Frage ist nur, was habe ich jetzt genau aktiviert? Also. Ui. Ui, aktiviert. Ich habe dieses Areal noch nie gesehen. Keine Ahnung, wo wir sind. Ah, natürlich, jetzt wird. Ja, klar. Ich weiß natürlich, was wir aktiviert haben. Ach, eieiei, das habe ich nicht gesehen. Aber das tut mir leid, meine Freunde. Das tut mir sehr leid.
Ergreif den Ring nicht und das ist dein Problem. Dann soll der Prinz doch gern nach Hause gehen. Ich geb nen Fick auf diesen Scheiß, die Konsole aus und ich geh heim. Das wäre mein Traum von der DDR. Ist egal. Das fühlt sich nach einem blauen Fleck an. Oh, oh, hier, hier. Das war tatsächlich meine Schuld. Tut mir leid, Mami. Kann ich da hinspringen? Ja, ne? Ja, aber sicher. Hier geht nichts. Stimmt, wir haben die Dings, dass wir die... Ja. Ja, irgendwas war da. Dass wir irgendeine Scheißtür öffnen können, oder? Nicht, dass es mich wirklich interessiert, aber... So ungefähr. Stimmt, die Stinkepflanzen haben wir auch noch, die richtig einen rauslassen. Da gibt's Toiletten, ihr Schweine. Durch die Tür, sonst raste ich aus. So. Gut, wir haben Feuer entzündet. Dürfen wir uns gratulieren? Ja, genau. Das ist doch. Das ist so ein Level von Sarkasmus, auf dem ich persönlich arbeiten kann. So. Das haben wir geschafft. Da dürfen wir uns gratulieren. Das ist ein Weltklasse-Satz. Vermischen. Bei uns vertragen sich diese Elemente nicht. Richtig gemacht, bekommen wir so die nötige Energie. Ich weiß ja nicht. Da ist ein Schalter. Der hat schon letztes Mal nichts gemacht und ich stehe mit den Füßen komplett drin. Also es ist nur eine Textur. Das ist doch schade. Feuer. Tut nicht weh, ist nur Licht. Okay. Gib mir mal einen Tipp, weil ist mir scheiße. Folge diesem... Oh nein. Ja, ich erinnere mich, es gibt ja zwei Pfade. Der erste ist Feuer. Irgendwann werde ich so durch die Wand klippen. Ich hab zu viel geschrien, mein Hals ist schon wieder, mein Hals ist am Limit. Dabei will ich ja nicht mal schreien. Es ist ja nicht mal. Man kann mich ja dafür nicht mal in die Verantwortung ziehen. Meine Schuld hält sich absolut in Grenzen bei diesem Mist. Pass auf, wenn ich jetzt mit Schwung in die Ecke gehe, klettert da hoch und ignoriert die Kollision. Schade. Ich persönlich fände es sehr schön, mit diesem Anblick diese Folge zu beenden. Rein zeitlich können wir das machen. Wir haben zwei Folgen, irgendwas 25 Minuten oder 3, 19 ist mir, ganz ehrlich, wäre mir auch recht. Und nächstes Mal spielen wir dann noch weiter. Wenn es denn sein muss, ne? Kann ich ja eigentlich? Sah lustig aus, aber war nur die Kamera. Schade. Wir können ja schon mal in den Wasserraum gehen, da machen wir dann. Da machen wir dann Schluss. Och, Leute, wirklich. Das ist eigentlich das Ding nicht dreht, ne? Oh nein. Also der, dann links davon, dann rechts davon. Links. Rechts. Prinzipiell einfach an sich, keine Ahnung. Das ist so, ouch. Schmerz. Ich hoffe, der Brunnen ist direkt hier hinter, weil ich... Also viel mehr muss für mich persönlich gerade nicht sein. Das reicht? Eieiei. Und ich wollte schon einen Ring verschwenden. Okay. Ja, Weltklasse. Also ganz ehrlich.
Absolute Weltklasse. So muss Profisport gehen. Autsch. Bitte hau mich nicht. Das ist gemein. Wie soll ich da hin? Hallo? Wie soll ich da hochkommen? Was sonst geht's denn oder was? Da kann ich nicht hochlaufen, das kannst du vergessen. Oh, sieht schlecht aus. Fehlt mir eine Fähigkeit, um da hochzugehen? Oder bin ich einfach dumm? Ich bin für alles offen, Mann. Sprung, Wandlauf, Wandlauf. Also Sprung in Wandlauf. Absolut klar. Ich will ja niemandem zu nahe treten. Aber hättet ihr gesehen, dass es gegen mich geht, wäre der Penner niemals angetreten. Für euch ist Rap euer ganzes Leben. Ich rap an sich nur, um anzugeben und euch in den Arsch zu treten. Muss man auch mal sagen, Leute. Könntest du vielleicht den in die Dings? Perfekt. Ja, offensichtlich. Das Schöne ist, die erste Hälfte war gewusst, die zweite war geraten. Aber gut gezogen. Brunnen? Ja, danke. Hä? Schönes Zeug machen können wir nicht. Macht nichts. Das nächste Mal der Wasserpfad. Um den großen Kreislauf zu beenden. Ich schwöre, wenn es in diesem Spiel irgendwann mal, wie auch immer, eine Methode geben soll, um durch Wände zu gehen, der Speedrun wird 20 Minuten lang. Also wirklich, 20 Minuten. Vielleicht 30, wenn es hochkommt. Das wäre so schön. Ich würde mich so freuen. Und bis zum nächsten Mal, natürlich. Wasser ist alles. Und ich warte immer noch auf den Tag, an dem man hier durch alles durchklippen kann in diesem Spiel. Was leider nicht geht, weil die Movement-Technik, die es gibt, ist zu langweilig. Punkt. Ja, und damit willkommen zurück zu Videospiele. Ich habe mitten in der Folge aufgehört. Ganz lustig, gestern kam keine Folge, weil ich hab's einfach vergessen. Ich dachte, ja, weißt du, ich habe ja noch eine. Ja. Nee, habe ich ja doch nicht, weil die ging nur so halb. Das hat übrigens wehgetan. Nee, hat's gar nicht. Nimm euch zurück. Nimm euch zurück. Also das heißt nicht zurück, das heißt ja zurück. Klingt ziemlich tschechisch. Einfach Vokale raus. Einfach Vokale wegschmeißen. Ich finde es auch gut, wie der Sprung die Animation von denen einfach abbricht, diese Rage-Animation. Finde ich nett, muss ich, also ganz ehrlich. Das ist doch nicht nett, Mann. Das ist sowas wie ein Nitzin hier. Das ist interessant, sobald ich dieses Spiel anmache, ich kann nicht aufhören. In dieser Dialektik. Uiuiui. Sie sprechen da. Ja, gelbe Blätter, ich erinnere mich. Abgesehen davon bin ich fast tot. Gelbe Blätter heißt, ich kann da nichts platzieren. Kann der Kampf eigentlich nochmal aufhören? Weißt du, Welle 3, das ist nicht mal der Bossgegner in Sicht. Hallo? Sehr schöner Dodge. Uiuiui. Weltklasse. Die Sprungattacke ist einfach zu OP. Und der was anderes sagt, hat keine Ahnung. Ganz objektiv tatsächlich. Autsch. Oh, ich habe wieder volles Leben und ich streng mich noch an hier. Da ist er doch. Fixer. Zack. Yeah. Wow, ist das cool. Geil. Heftig. Yeah. Freund, ich weiß es auch nicht. Hauptsache, ihr habt Spaß, Mediamarkt. Du hast in Istarhar gelebt, willst aber nicht darüber sprechen. Warum? Warum haben Leute Geheimnisse, mein Prinz? Weil sie schwul sind. Antwortest du mit einer Gegenfrage? Keine Ahnung. Dann will ich mal mitspielen. Wir haben Geheimnisse zum Schutz. Oder um Sorgen zu verbergen? Sehr scharfsinnig. Ja. Hey.
Wir brauchen uns SDH an, um seine Wunder zu beschützen. Achso, und ihr habt versagt, okay. Nicht vor Haoma bewahren. Ja, ja, ihr seid weg. Ja, ich verstehe es schon. Vor den Göttern und vor uns selbst. Wecko. Tapferes Bemühen ist keine Schande. Jetzt bist du hier und das zählt. Du versuchst es wenigstens. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Es ist nie zu spät. Ach, ich muss. Ja, ja, ja. Hab Dank für eure Freundlichkeit, mein Herz. Aha. Das ist ja. Das wird ja sehr sexuell hier. Naja, eigentlich nicht. Und ich will mich da mit dem Ring abgeben. Eieieiei. Hier fällt alles runter, aber hier kann ich hoch. Alles klar. Geil. Ob ich das direkt hätte schaffen können? Wer weiß. Ich sag mal so. Wird die Sonne hier nicht so krass reinknallen? Ich fände dieses Zimmer. Also, und hier wäre noch eine Wand. So als Zimmer, ich fände es ganz geil. Würde ich sagen, so heftiger Ausblick. Natürlich mit Glas, dass die Hitze nicht so reinkommt. Toll. So, da war das, will man sehen und hören. Ja, komm, lass die vollen Brins. Interessant. Da unten ist sowieso eine Schatzzeug, also. Sehr hart keinen Fick geben. Würde die Jugend heute wohl sagen. Na, das ist ja super einfach, meine Freunde. Super einfach. Was soll denn hier machen? Nee, das nicht. Ich kann nichts an Wand oder Boden setzen. Okay. Okay, so können wir ranzoomen. Das ist ja, das ist fantastisch. Kombiniere die Kräfte des Schaffens, ja. Prinzipiell Wahnsinnsidee, allerdings kann ich hier nichts hinsetzen. Ich meine, ich könnte. Ah, jetzt. Oh, bitte. Jetzt machst du mal keinen Scheiß. Wahnsinnsidee an sich. Hat nur nicht ganz funktioniert. Aber prinzipiell ist es wahrscheinlich genau das, was ich machen muss. Okay. Ach, Prinz, du bist ja dumm. Aber selbst wenn das funktioniert, so gedacht ist es auf keinen Fall. Nee, never. Kräfte schaffen es, um weiter nach oben zu kommen. Ich meine, ich könnte hier und dann. Ich meine, ich könnte weiter nach. Oh, das ist genau das. Alles klar. Ich horche verstanden. Ich horche. Eie. Eie. Nein, nein, nein. Der Ring ist noch da, das ist fantastisch. Was für eine Legende ich bin. Ah, vergiss, was ich gesagt habe. Och, bitte. Es ist schon hart lächerlich. Okay, es war einfach. Was haben wir hier, Freunde? Was haben wir hier? Was gibt's denn hier zum Durn? Wer das mal bewusst ausspricht, das klingt eigentlich einfach nur lustig. Wie ungefähr alle Dialekte. Okay, ah, nein. Fuck. Prinzipiell Weltklasse-Idee. Praktisch. Scheiße. Geh runter! Okay. Komm mal rüber. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt schon deutlich besser als dieses andere Pissrätsel da. Die Feuer. Das Feuer gefickelt. Kann ich da überhaupt langlaufen? Nee. Doch, ja, kann ich. Jawohl. 100%ig war das nicht so gedacht, aber ich.
So. Das reicht nicht. Oder? Oder? Ah, oh, ja. Das ist manchmal echt schwer einzuschätzen, wie weit sowas geht. Muss das sein? Ich glaube, es muss sein. Okay. Ich meine, weißt du, das ist gut gemacht. Das ist gutes Game Design. Du hast ein kleines Areal. Da wird eine neue Technik eingeführt, nämlich kombinieren, um höher an Wände zu kommen. Dann wird es einfach zwei, dreimal abgeprüft. Aber wenn du das nicht hast, dann verzweifelst du ja, weil das ist ja deutlich schwerer. Es sind ja Fallen und alles. Das ist ja schlecht. Okay, und los. Warum habe ich B gedrückt? Das war meine Schuld. Ich habe aus Versehen B gedrückt und es gibt keine Entschuldigung dafür.